Am Samstagabend hat die Premiere von der Operette «Pollenblut» im Vaduzertal stattgefunden. «Pollenblut» ist eine Operette in drei Akten vom Oskar Nettball. Das Libretto hat der Leo Stein verfasst und als literarische Vorlage hat die Erzählung Fräulein Bäuerin von Alexander Sergejewitsch Puschkin gedient. Volksbahn.li ist vor Ort und hat sich am Abend mit den Gästen unterhalten. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr amüsant. Ganz gutes Bühnenbild war, wo mir ganz gut gefallen hat. Es ist eine schöne Aufführung, aber es ist nicht unbedingt das, was ich. Es ist nicht meine Lieblingsmusik. Sehr erfrischend gewesen. Und mir hat also sehr gut gefallen. Ich muss sagen, die ganze Aufmachung, die Spieler. Es war sehr sinnig, es war ein schöner, lockerer Abend, angenehm. Also das Stück gefällt mir sehr gut. Ich kenne ihn auch sehr gut. Wir haben es vor 20 Jahren schon in Balzers gemacht und ich habe das Glück auch gehabt, mit meinem Sohn auch die ganze Korrepetition der Operette zu machen. Also ich kenne fast jeden Takt und jeden Satz. Also das Stück ist sehr schön. Es hat auch noch irgendwelche Zusammenhänge mit meinem Heimatland, nämlich der Nettball ist gestorben in meinem Heimatland in Zagreb. Ebenfalls zufrieden mit der Premiere ist auch der Regisseur Leopold Huber. Seine Arbeit als Regisseur ist am Samstagabend 10 gegangen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil ich habe so gern mit den Leuten hier gearbeitet und jetzt bin ich wieder ganz allein. Das heißt, man hat irgendwie zur Premiere hinzugefiebert, aber dann ist es doch wieder schade, dass es wieder vorbei ist. Man kommt selten anderen Menschen so nahe wie bei einer intensiven Theaterarbeit. Und dann ist es sehr traurig, wenn man sich dann wieder aus den Augen verliert. Es ist doch aber gut, dass Sie dieses Theater doch mehrmals besuchen könnten, oder? Naja, ich werde alle Wochen hergehen und schauen, ob Sie alles genauso machen, wie wir es probiert haben.